Darf ich dir Gesellschaft leisten? Mary, bitte setz dich. Eigentlich wollte ich gerade aufbrechen. Neuerdings gehst du sehr häufig. Ich weiß nie, wo du bist. Ich muss immer erst herumtelefonieren. Ach, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen und ich wollte nicht noch länger wach im Bett liegen. Also bin ich spazieren gegangen und dann hierher, um zu frühstücken. Aber du könntest mich aufwecken und mir sagen, wohin du gehst. Also das fände ich etwas rücksichtslos. Du hättest einen Zettel hinlegen können. Na, daran habe ich nicht gedacht. Mark, weißt du, in letzter Zeit gehe ich abends meistens alleine schlafen und wache auch wieder alleine auf. Es tut mir leid. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich sagte doch, ich habe keine Erklärung. Es ist einfach so. Ich mache es doch nicht freiwillig. Wirklich? Mark, dein Arzt sagt, wir sollten nicht zusammenschlafen, weil du zu überanstrengt seist. Aber ich wusste nicht, dass du mich ganz und gar vernachlässigen sollst. Aber das tue ich doch gar nicht. Hör zu, ich muss jetzt wirklich zur Arbeit und hier ist nicht der Ort, so etwas zu bereden. Können wir nicht warten, bis wir heute Abend zu Hause sind? Sicher. Und wann? Sobald ich fertig bin mit der Arbeit. Ich weiß es nicht so genau. Ich will mich da lieber nicht so festlegen. Wie du meinst, Mark. Ich habe auch keine Lust, die ganze Nacht auf dich zu warten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hallo, Mason. Mark, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich bin in Eile. Aber nicht so sehr, um nicht mit uns reden zu können, hoffe ich. Meine Mandantin und ich möchten uns mit Ihnen unterhalten. Ihre Mandantin? Ich brauche Sie Ihnen ja nicht vorzustellen, denn ich glaube, Sie kennen sich bereits. Ziemlich gut sogar. Entschuldigt, dass es gestern so spät wurde. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ich habe angerufen. Hast du etwas herausgefunden im Palo Alto? Nun, dass Madeline keine Ahnung hatte, was passieren würde, als sie mit Eden sprach. Sie wirkte ruhig und gelassen, sagte Eden. Was ist denn mit ihr? Oh, Liebling, es handelt sich hier nur um etwas Berufliches. Möchtest du nach draußen spielen gehen? Ja. Darf ich hinunter an den Strand? Natürlich darfst du, aber mach dich nicht schmutzig, hörst du? Bestimmt nicht. Cruz, darf ich deinen Fußball mitnehmen? Aber klar, Kumpel. Ich werde auch gleich nachkommen und mit dir spielen. Was hältst du davon, hä? Ja, das tat nie weh, als ich noch ein Kind war. Dein Kopf ist bestimmt weicher, weil du schon älter bist. Oh, vielen Dank für die Erklärung. Ich wollte nicht, dass er uns über den Mord sprechen hört. Ich weiß. Er hat dich gestern Nacht sehr vermisst. Ich habe ihn auch vermisst. Es tut mir wirklich leid, dass es gestern so spät wurde. Ihr habt beide geschlafen und ich wollte euch nicht wecken. Cruz, ich muss dir etwas sagen. Ich habe dich gestern Nacht gehört. Ich habe mich nur schlafend gestellt. Wieso? Weil ich nicht wollte, dass du denkst, ich würde mir Sorgen machen, eifersüchtig sein oder dass ich die ganze Nacht da sitze und die Uhr ansehe. Du hättest etwas sagen sollen. Nein. Tja, weißt du, es wird noch mehr solcher Nächte geben, fürchte ich. Ich bin ein Polizist. Du darfst dich nicht jedes Mal beunruhigen, wenn so etwas passiert. Ich weiß. Und ich versuche es ja auch. Sieh mal, das ist so. Wir Ehefrauen machen uns eben Sorgen. Ja. Ich habe geklopft. Warum antwortest du nicht? Ich habe keine Lust, mit jemandem zu reden. Na, dann sollte ich besser ein anderes Nein. Mal wiederkommen. Es ist mir lieber, wenn du deine Sachen jetzt mitnimmst. Ich verspreche, ich mache kein Theater. Und was ist mit deiner Post, Kelly? Ich werde wohl für eine Weile bei meinem Vater wohnen. Wenn du sie da vorbeibringen könntest, wäre das nett. Oder ich hole sie ab, wenn du... Ja, könnte ich bitte mit Dr. Stevens sprechen? Hier ist Mary McCormick. Ja, Doktor. Könnte ich heute noch vorbeischauen? Ich möchte gerne etwas mit Ihnen bereden.
Ja, großartig, wenn Sie in der Gegend sind. Das wäre sehr nett, ja. In Ordnung, bis dann. Erzählen Sie mir von sich. Was haben Sie vor? Ich weiß es wirklich nicht. Im Moment suche ich ein Solo-Engagement. Die letzten 2 Jahre habe ich immer die zweite Geige bei Dylan Hartley gespielt und ehrlich gesagt, ich habe die Nase voll davon. Also, was auch immer ich von jetzt an tue, ich werde es alleine tun und wie ein Mann dahinter stehen. Da haben Sie recht, so muss man sein Leben leben. Was auch immer Sie tun werden, ich wünsche Ihnen Glück. Vielen Dank. Okay. Bleiben Sie hier in Santa Barbara? Nein, ich glaube nicht. Diesmal wahrscheinlich nicht. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Danke, Cici. Ich weiß das zu schätzen. Vielleicht werde ich irgendwann auf Ihr Angebot zurückkommen. Ich habe Sie gewarnt, dass wir uns wiedersehen. Ja, ja, ich weiß. Und diesmal mit Rechtsanwalt. Ich werde Sie verklagen und alles bekommen, was mir zusteht. Stimmt's, Mädchen? Seien Sie still, Bobby. Aber das werden wir doch, oder? Nun, ich glaube, mit dem Geld, das Marc sich bereit erklärt hat, an Sie zu zahlen, plus $200 für das blaue Auge, sollten Sie zufrieden sein. Betrachten Sie das als eine angemessene Regelung? Ein Moment mal, was ist denn mit der dicken Kohle? Ich finde, ein blaues Auge ist eine Sache, aber wie sieht's denn mit der psychischen Verletzung aus? Bobby, ich sagte Ihnen, Sie sollten ruhig sein. Leute wie Sie sind nicht gerade gut angesehen vor Gericht. Ich rate Ihnen, das zu nehmen, was ich gerade vorgeschlagen habe. Wollen Sie die Sache jetzt bereinigen, Marc? Ich glaube, wir können alles zur allseitigen Zufriedenheit regeln. Zurzeit läuft mein Geschäft nicht besonders. Mir fehlen $50 und ich habe mein Scheckbuch nicht dabei. Nein, nein. Ich nehme nur Bargeld, keine Schecks. Schon in Ordnung. Ich borge Ihnen die $50. Sie können sie mir zurückzahlen, wenn es Ihnen passt. Ich will das hinter uns bringen. So, bitte sehr, Bobby. Der Lohn der Sünde. Geben Sie es mit Bedacht aus. Meinetwegen besser als gar nichts. Aber kommen Sie mir nicht zu nahe und wehe, wenn doch. Das nächste Mal werde ich nicht so freundlich sein. Sie waren auch das letzte Mal nicht besonders freundlich. Ich habe mich bei Ihnen zu bedanken. Aber es war nicht so, wie sie behauptet hat. Sie ging auf mich mit irgendetwas los und ich versuchte, mich dagegen zu wehren. Ich habe noch nie zuvor eine Frau geschlagen. Sie waren auch vorher noch nie in einem Porno-Kino. Jetzt hören Sie aber auf. Nein, Sie hören auf, McCormick. Biebermann, Prostituierte, Stundenhotels, Pornokinos und was weiß ich nicht noch alles. Wissen Sie, ich hätte keine Hoffnung für Sie, wenn Bobby mir nicht erzählt hätte, dass zwischen Ihnen überhaupt nichts gelaufen ist. Ich nehme an, diesmal werden Sie es Mary erzählen. Nein, ich erzähle es Mary auch diesmal nicht. Denn ich werde auf Sie aufpassen wie ein Adler. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, wenn Sie Mary auch nur irgendwie wehtun sollten, irgendwie. Ich gebe Ihnen mein Wort, das muss Ihnen genügen. Dann sind Sie sie für immer los. Santana, können wir nicht wieder zurück in deine Wohnung? Liebling, ich dachte, es gefällt dir, hier zu leben. Du magst doch Cruz, oder? Sicher. Ihr habt doch Spaß zusammen und es ist doch auch sehr schön hier so nahe am Strand. Ja. Also, was ist? Es ist nicht recht, oder? Was ist nicht recht? Wie meinst du das? Tommys Mutter sagt, es sei nicht recht. Was meint sie mit, es sei nicht recht? So wie die Dinge liegen. Und du glaubst, es geht um Cruz und mich? Lässt sie deshalb Tommy nicht herkommen? Soweit der geschäftliche Teil, aber da ist noch etwas, worüber ich reden möchte. Nun, das schon, Cruz, aber er hat gerade Besuch. Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe mit Cruz zu reden. Ich muss auch mit Ihnen was besprechen. Würden Sie einen Moment warten? Wissen Sie, ich habe nicht viel Zeit. Ich halte es für wichtig. Bitte setzen Sie sich. Also was zum Teufel machst du hier? Das Leben läuft nicht immer so, wie man es will, Sam. Ich werde bleiben. Was heißt das, Dylan? Ich habe meine Gründe. Du bist das Letzte. Einfach widerwärtig. Du glaubst wohl immer noch, dass du Kelly kriegen kannst. Sie hat die Hochzeit mit Nick abgeblasen. Was glaubst du, warum sie das getan hat? Wahrscheinlich hast du es ihr unmöglich gemacht, mit Nick noch einmal ganz von vorn anfangen zu können. Deshalb. Ich habe dich gewarnt, Dylan. Sam, drohe mir nicht. Wieso nicht? Die Sache mit dem Casino fällt nicht unter die hiesige Gesetzgebung. Wenn du erzählst, dass ich die Spieltische dort manipuliert habe, schadest du damit nur 2 Leuten. Cici und Brick. Und dem Casino. Denn die Leute werden nicht gerade wild darauf sein, dort zu spielen, wenn sie wissen, dass die Tische getürkt sind.
Du willst doch wohl nicht dafür verantwortlich sein, dass es pleite macht, oder? Du hast nie sehr weit vorausgedacht. Nur deshalb hast du mich gebraucht. Übrigens hier. Dein Anteil von dem, was Mrs. C für das Casino gegeben hat. Warum kaufst du dir nicht davon ein Flugzeug und fliegst nach Reno oder was weiß ich wohin? Geh und mach sonst was. Es ist mir egal. Hauptsache, du bist sehr weit weg von mir, irgendwo auf einer Insel. Oh nein, Dill. Jemand muss auf dich Acht geben. Denn du hast gerade den letzten Freund verloren, den du je hattest. Sie, Cruz, meine Empfehlung. Alles Gute, ja. Sam. Also, was sollen diese ganzen Fragen über David? Ich will etwas über den Hintergrund des Falls erfahren. Diese Leute sind mir fremd und deshalb muss ich etwas über sie wissen. Hm. Übrigens, haben Sie heute früh schon mit Ihnen gesprochen? Ja, so ist es. Sie sagte mir, dass es Kirk einigermaßen gut geht und auch, dass Sie gestern bei ihr waren. Ja, ich hatte einen. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Auch nicht, warum Sie da waren. Mich interessiert nur, dass jemand da war. Wenn diese Beerdigung nicht wäre, wäre ich selber hingefahren. Tja, es ist fast wie ein Wunder, das sage ich Ihnen. Cruz, ein Anruf für Sie. Es ist Santana. Vielen Dank, Mary. Möchten Sie vielleicht lieber mein Büro benutzen? Das wäre sehr nett. Gern geschehen. Hat Rosa Sie doch wieder eingespannt? Ja, ich helfe ihr gerade, Kellys Zimmer herzurichten. Ich habe gehört, dass Kelly wieder einzieht. Ja, das stimmt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin hier, um mit den anderen zur Trauerfeier zu gehen, falls du dich wundern solltest. Hast du noch nicht gehört? Was gehört? Nun, sie ist auf heute Abend verschoben worden. Wirklich? Finde ich nicht schlecht, aber irgendjemand hätte mich benachrichtigen können. Gehst du schon? Nein, ich werde hier nach dem Rechten sehen, solange alle hier sind. Nun, das kann ich verstehen. Fast alles ist besser, als einen so traurigen Nachmittag zu verbringen. Tut dir denn Madeleine nicht leid? Leid tun, ja. Aber ich vergehe nicht vor Schmerz. Madeleine war eine zu schwierige Frau. Manchmal frage ich mich, wie David das mit ihr aushalten konnte. Mason, sie war seine Frau. Ja, genau das meine ich. Du entschuldigst mich. Hallo. Hallo, Mark. Mary, ich fühlte mich völlig daneben heute Morgen und... Ich weiß, wir beide standen sehr im Stress in letzter Zeit und ich... reagiere nicht sehr souverän darauf. Entschuldige. Schon in Ordnung. Nein, das ist es nicht. Also ich weiß, zurzeit zeige ich dir nicht oft genug, wie viel du mir eigentlich wirklich bedeutest. Aber ich möchte das wieder gut machen. Lass uns heute Abend damit anfangen. Mary, würdest du dir den Abend für mich freihalten? Ich möchte ihn gerne mit dir zusammen verbringen. Ja, sehr gerne. In Ordnung, also. Wir werden etwas ganz Verrücktes machen. Ich werde uns einen tollen Laden aussuchen. Schön, ich freue mich schon darauf. Ja, ich mich auch. Ich danke dir. Ich sehe dich dann so gegen 6. Mason, da sind Sie ja. Ich habe gerade versucht, Sie anzurufen. Wieso? Sie hätten einen Moment Zeit für mich. Ich möchte, dass Sie mit mir kommen. Sicher? Wohin? Ich erkläre es unterwegs. Unsere unbestechliche Polizei. Also bitte, gehen wir. Sam hat sich geirrt, als er sagte, ich verlasse die Stadt. Das hatte ich nie vor. Und gerade jetzt verspüre ich überhaupt kein Bedürfnis danach. Gut, dann machen wir Pläne für Sie. Wenn ich weiß, warum Kelly und Nick ihre Hochzeit abgesagt haben. Und auch, was Sie Ihrem eigenen Bruder angetan haben. Ach ja? Und hat Kelly vielleicht gesagt, dass ich sie zu dem, was zwischen uns passiert ist, gezwungen hätte? Nein, natürlich nicht. Das könnte sie auch gar nicht. Junger Mann. Am liebsten würde ich sie jetzt in der Luft zerreißen. Aber ich gebe mich damit zufrieden, sie hinauszuwerfen. Raus aus meinem Hotel. Und aus dieser Stadt. Wieso? Haben Sie in der letzten Nacht die ganze Stadt aufgekauft? Sie können mich nicht so einfach rauswerfen. Also, ich schulde weder Ihnen eine Erklärung noch sonst jemandem. Vielleicht bin ich meinen Job los, CC. Aber dank Ihnen habe ich genug Geld, das zu tun, was ich will. Und genau das werde ich von jetzt an auch tun. Dylan! Ich warne Sie. Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Sonst werden Sie es bedauern, das schwöre ich Ihnen. CC, ich bedauere es jedes Mal, in der Nähe von einem Kerfer zu sein. Aber dennoch werde ich tun, was ich will.
bevor ich hierher kam, habe ich mir fest vorgenommen, nicht zu weinen. Ich wusste nicht, dass irgendetwas so wehtun kann. Ist es wirklich vorbei? Ich habe immer geglaubt, ich sei für dich der Richtige. Dass ich für dich geschaffen sei. Ich liebe dich. Und warum? Vorbei. Die ganze Sache ist doch schon Vergangenheit. Ist es nicht. Nick, du hast das Recht, alles zu erfahren. Ich weiß bei vielen nicht, warum ich es tue. Ich weiß nur, dass ich mich selber dafür hasse. Aber wenn du mir bloß sagen könntest, dass du mich irgendwie doch noch liebst. Oder dass wir vielleicht eines Tages noch eine Chance hätten. Nick. Kelly, ich weiß, du brauchst Trost. Irgendjemanden, der für dich da ist. Irgendjemanden. Aber offensichtlich bin ich nicht der Richtige. Doch, das bist du. Oh nein. Tja, weißt du, dann haben wir geheiratet und es war etwas ganz Besonderes, sehr schön. Und jetzt ist Santana meine Frau und damit ist alles in Ordnung. Warum habt ihr das nicht eher gesagt? Das hatten wir auch vor, aber wir wollten auf den richtigen Zeitpunkt warten. Wir haben es doch noch niemandem erzählt. Haben du und Mason deswegen nicht geheiratet? Ja, richtig. Santana und Cruz haben irgendwann gemerkt, dass sie sich lieben und deshalb war ich sehr froh darüber, denn ich wusste ja, du würdest dich auch freuen, stimmt's? Liebt sie dich nicht? Nun, das ist ein bisschen schwer zu erklären, weißt du? Ich mag Mason, aber weißt du, Brandon, das reicht für eine Heirat nicht aus. Muss es ein Geheimnis bleiben oder kann ich es Tommy sagen? Hey, das kannst du jedem erzählen, dem du möchtest, Kumpel. Wir werden es jetzt die ganze Welt wissen lassen. Da bin ich aber froh. Wirklich. Mhm. Ja, ich gehe schon ran. Ich danke dir, Mason. Oh, kann Mason nicht mit uns zum See kommen? Oh, würdest du? Wir wollen heute Nachmittag ein Picknick machen. Oh ja, das hört sich gut an, aber ich muss die Trauerfeier heute Abend, da kann ich nicht weg. Oh ja, richtig. Ja, also entschuldige, sag ihm, dass ich komme. Daran habe ich nicht gedacht. Hört mal, es tut mir wirklich leid, aber ich muss zurück aufs Revier. Und kein Picknick? Nein, ich kann es nicht ändern. Es ist etwas passiert und man braucht mich dort. Kann das denn nicht bis morgen warten? Wenn es ginge, würde ich jetzt gern bei euch sein, aber es geht nicht, okay? Ich habe eine Idee, Brandon. Warum besuchen wir beide nicht CC? Hey, das hört sich gut an. Wie gefällt dir das? Oh ja! Können wir ein anderes Mal zum See gehen? Na klar, Brandon. Bei der ersten Gelegenheit werden wir losfahren und so viel angeln, wie wir Lust haben. Na gut. Aber heute Abend wirst du Onkel C treffen. Vielleicht können wir sogar meine alte Eisenbahn aufbauen. Hm? Also viel Spaß, ihr zwei, okay? Ja. Ich bringe ihn so gegen 5 zurück. Bis später. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Er hatte sich so auf den Ausflug gefreut. Das kann ich mir denken. Der Untersuchungs- und Obduktionsbefund von Madeline sind gerade angekommen und das muss ich mir ansehen. Also ich versuche, so schnell wie möglich zurück zu sein. Und wir werden diesen Ausflug sehr bald nachholen. Das verspreche ich dir, okay? Störe ich dich vielleicht, Cruz? Nein, komm rein. Nein, ich kann nicht bleiben. Ich wollte dich nur bitten, ein bisschen auf Nick aufzupassen. Ich wohne ja jetzt zu Hause und ich habe meine Familie, aber er hat niemanden, Cruz. Und ich möchte nur sicher sein, dass er okay ist. Ja, sicher, natürlich. Das mache ich doch. Und würdest du bitte nicht verraten, dass ich dich darum gebeten habe? Nein, das werde ich nicht. Danke. Vielen Dank.
Es scheint, als ob alle verrückt werden, findest du nicht? Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Du willst sie doch nicht warten lassen, oder? Tja, dann bis später. Oh, Dr. Stevens. Ich hab's am Gästehaus versucht, aber... Tut mir leid, ich war gerade auf dem Weg dorthin. Ich würde Sie hereinbitten, aber da wären wir nicht ungestört. Könnten wir vielleicht hier reden? Sicher. Gut. Sie schienen beunruhigt zu sein am Telefon. Ist etwas mit Mark passiert? Nein, nein, es gibt neue Schwierigkeiten zwischen Mark und mir. Ich weiß, dass er mit Ihnen über unsere Probleme gesprochen hat und dass Sie ihm geraten haben, was zu tun ist. Nun, viel Rat konnte ich da nicht geben. Sehen Sie, Mark weiß nicht, dass ich mit Ihnen rede und ich möchte auch, dass das so bleibt. Aber keiner von uns ist richtig glücklich, so wie die Dinge jetzt laufen und ich habe gehofft, dass Sie mir vielleicht helfen könnten, unsere Situation irgendwie zu verändern. Nun, ich bin froh, dass er mit Ihnen gesprochen hat. Aber als Krankenschwester wissen Sie sicher auch, dass Sie da nicht sehr viel tun können. Ich meine, schließlich ist Marks Impotenz direkt auf seine Verletzung zurückzuführen. Was? Ich dachte, Sie hätten gesagt, dass er mit Ihnen darüber gesprochen hat. Ich glaube, ich habe ihn falsch verstanden. Nun, es sieht so aus, als wäre er einer der wenigen Unglücklichen. Also, es tut mir leid, dass ich Ihnen keine positivere Prognose geben kann. Es sieht so aus, als ob im Moment niemand irgendetwas für ihn tun kann. Ich danke Ihnen. Hören Sie, ich schätze Sie und Mark wirklich beide. Und ich weiß, wie schwer das alles für Sie sein muss. Aber das Gleiche ist auch anderen Paaren schon passiert und Sie haben es durchgestanden. Und das werden Sie auch. Hast du gewusst, dass Cruz und Santana verheiratet sind? Ja, das wusste ich. Dad war sozusagen der Brautführer, stimmt's, Dad? Brandon, Cruz und Santana haben sich sehr lieb, weißt du. Und sie haben auch dich sehr lieb, mein Junge. Gefällt es dir denn gut bei den beiden? Ja, wir wollten zum Kachuma-See, aber dann musste Cruz zur Arbeit. Oh. Tja, und deswegen sind wir dich besuchen gekommen. Nun, das war eine gute Idee. Hast du schon gegessen? Du musst hungrig sein. Ein bisschen. Na, das trifft sich gut. Rosa liebt es, wenn jemand hungrig ist. Sie freut sich, wenn sie jemanden bekochen kann. Mason, warum geht ihr beide nicht los und sucht Rosa? Macht ihm was zu essen. Gute Idee. Na los, Brandon. Hallo, Kelly. Hallo, Kelly. Hallo, Brandon. So, wer zuletzt oben ankommt, hat verloren. Endlich bist du wieder zu Hause. Rosa hat dein Zimmer hergerichtet. Es wartet auf dich. Oh, Daddy. Ich verstehe dich, ja, Liebling. Ich verspreche dir etwas. Das Leid, das du jetzt spürst, wird vorübergehen. Das schwöre ich dir, mein Kind. Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich weiß. Hey, bring deine Sachen auf dein Zimmer, dann kommst du wieder runter und wir essen zusammen. Ich weiß nicht. Möchtest du lieber, dass Rosa dir etwas nach oben bringt? Wir erfüllen dir jeden Wunsch. Wie auch immer. Ich habe ein wichtiges Gespräch nach London. Schon gut, Daddy, mach nur. Es wird schon werden. Davon bin ich überzeugt. Ich bin froh, dich wieder zu Hause zu haben. Wie geht es dir? Ganz gut. Ich wünschte, ich könnte ein paar tröstende Worte finden, aber ich kann es nicht. Du sollst aber wissen, wie leid es mir tut. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man selbst schuld daran ist, dass man etwas nicht bekommt, was man sich doch am meisten gewünscht hat. Danke, Mason. Ich hoffe, dass alles wieder gut wird. Ich wünschte, ich könnte dir dabei helfen. Danke. Ich bin so glücklich, dass du mein bist. Ich liebe dich, Mark.
Hallo, Liebling. Hey, Mark. Es tut mir leid, dass ich dich nicht abholen konnte. Wartest du schon lange? Nein, allzu lange noch nicht. Vielen Dank für die Blumen und die Karte. Sie sind wunderschön. Nicht annähernd so schön wie du. Wenn du gekommen bist, mir Trost zu spenden, lass es lieber. Ich habe bereits mehr Trost bekommen, als ich ertragen kann. Moment mal, wenn hier jemand Trost braucht, dann bin ich das. Heute sollte mein freier Tag sein und ich muss arbeiten. Santana ist ziemlich frustriert deswegen. Ich muss mich erstmal setzen und brauche etwas Kaltes zu trinken. Darf ich reinkommen? Ja, tut mir leid, komm rein. In Ordnung. Ich weiß, es ist etwas kurzfristig und bei Ihrem Ruf sind Sie bestimmt auch sehr beschäftigt. Aber wie Sie ja wissen, meine Mutter Sophia hält große Stücke auf Sie. Sie hat auch diese Verabredung arrangiert. Sie hat doch mit Ihnen telefoniert, nicht? Hören Sie, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, warum ich mich überreden ließ, hierher zu kommen. Ich meine, ich bin schrecklich unglücklich. Aber viele Menschen sind unglücklich. Das heißt doch nicht, dass etwas nicht mit Ihnen stimmt. Ich sollte eigentlich vor ein paar Tagen heiraten. Es ist meine eigene Schuld, dass es nicht geschehen ist, aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich mich fühle wie... Nun, vielleicht waren die Dinge, die ich für richtig hielt, doch falsch. Macht das einen Sinn? Nein, 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 mir geht es gut, wirklich. Vielleicht ist einer der größten Vorteile beim Abbruch einer Beziehung, dass man hinterher so viel mehr Platz in den Schränken hat. Ich meine, sieh dich um, wie groß die Wohnung plötzlich geworden ist. Sie war nie groß genug für zwei Menschen. Egal, wie nahe sie sich waren. Weißt du, ich hatte sogar die Idee, ihre Tür zuzunageln, um sie am Gehen zu hindern. Aber dann habe ich mir gesagt, warum soll ich das alles denn nochmal durchmachen? Wieso? Man kann doch nicht mit jemandem zusammenleben, dem man nicht traut. Das geht doch einfach nicht, oder? Und ich rede nicht nur davon, dass sie mit Dylan geschlafen hat. Nein, was ich meine ist... Ich weiß nicht. Nein, Cruz. Dass sie das eingesetzt hat, nur um uns daran zu hindern, zueinander zu finden. Sie hat das getan in dem Wissen, dass wir dann niemals heiraten würden. Vielleicht hat sie auch nicht gewusst, was sie tat, aber... Sie hat es getan. Ich wusste, Nick würde nie verstehen, was zwischen Dylan und mir gewesen ist, aber ich habe es ihm gesagt. Ich meine, ich glaubte ihm, das schuldig zu sein. War das nicht richtig? Was meinen Sie, war richtig? Wenn ich es ihm gesagt hätte, gleich nachdem es passiert war, oder wenn ich gewartet hätte, bis wir verheiratet gewesen wären. Aber ich wartete bis eine Stunde vor der Hochzeit. Ich zerstörte das, was ich so sehr wollte. Wieso habe ich das getan? Vieles geschieht einfach und ich verstehe nicht, warum. Ich bin fast wahnsinnig geworden bei dem Versuch herauszufinden, was eigentlich los ist. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich habe gewusst, dass Kelly unglücklich war. Aber ich dachte, es läge an mir, dass ich vielleicht irgendetwas versäumt hätte. Und da dachte ich, ich muss mich nur mehr um sie kümmern. Ich wollte mehr verdienen. Ich habe mir gewünscht, jünger zu sein. Ich habe mir gewünscht, hübscher zu sein, wie mein Bruder zu sein. Ich dachte, dann wäre vielleicht alles in Ordnung. Es war, als ginge ich durch Treibsand. Ich rutschte immer nur noch tiefer und tiefer. Das ist das Einzige, bei dem ich wirklich froh bin, dass es vorüber ist. Nun fällt mir das Atmen leichter. Denn jetzt quäle ich mich nicht mehr selbst. Ich habe Dylan nie geliebt. Aber dass er das glaubte, das war wohl auch mein Fehler. Ich gebe zu, ich fühlte mich zu ihm hingezogen damals, aber ich glaube, es geschah nur durch meine Gefühle zu Nick. Wenn ich mich so reden höre, dann denke ich, es ist jemand anders. Er strahlte etwas Gefährliches und Rücksichtsloses aus. Ich meine Dylan. Und das... hat mich erregt.
Fühlten Sie sich erregt, als Sie dachten, dass Sie dadurch Ihre Beziehung zu Nick gefährden? Nein, nein, das habe ich nicht gemeint. Sieh dich um, Cruz. So furchtbar kalt und leer. Es ist wie der Hauptbahnhof um 3 Uhr morgens. Oh Mann. Hör mal, warum kommst du nicht mit zu uns und nicht mit uns zu Abend? Vielleicht bekommt Santana bessere Laune, wenn ich besuche. Nein, ich bedanke mich für die Einladung, aber ich glaube, ich möchte lieber nicht kommen. Nick, ich möchte nicht, dass du in dieser Stimmung alleine bist. Mir geht's gut, wirklich, Cruz, ganz bestimmt. Danke für die Einladung. Ich komme ein anderes Mal zu Santana und dir. Schön, wie du willst. Und denke daran, Mann, quäl dich nicht selber, ja? Und dann gibt es Zeiten, wo ich gar nichts mehr fühle. Da ist in mir nur eine große Leere. Vielleicht habe ich nur unser beider Zeit vergeudet. Es tut mir leid. Ähnelt Nick eigentlich ihrem Vater, Kelly? Nick? Vaterähnlich? Oh. Nicht im Geringsten. Sie sind wie Tag und Nacht. Nun, vielleicht ist das der Grund, warum Sie ihn nicht heiraten wollen. Was? Oh, ich hasse diese Freudschen Theorien. Ich laufe doch nicht herum und suche nach einem Vaterersatz. Das brauche ich nicht. Ich habe einen Vater. Hören Sie, es tut mir wirklich leid, Frau Doktor, aber es war ein Fehler, hierher zu kommen. Bitte schicken Sie mir die Rechnung zu. Auf Wiedersehen. Santana, wann essen wir? Oh, ich dachte, wir warten auf Cruz. Er wollte versuchen, früh zu Hause zu sein. Was soll ich tun? Ich habe Hunger. In Ordnung, Liebling. Geh und wasch dich, dann können wir essen. Ich werde das Essen für Cruz aufwärmen, wenn er kommt. Hallo. Entschuldigt, dass es so spät geworden ist. Es war ein hektischer Tag heute. Warst du den ganzen Tag im Polizeirevier? Nein, auf dem Weg nach Hause habe ich noch kurz bei Nick vorbeigesehen. Kelly bat mich darum, erinnerst du dich? Und, wie geht es euch? Hungrig. Konntest du nicht anrufen? Ja, das hätte ich tun sollen, aber ich war so in Eile den ganzen Tag. Entschuldige. Und, hattest du Spaß mit Mason? Das ging in Ordnung. Tja, wenn du willst, spielen wir nachher noch. Das wäre doch toll, oder? Ja. Mein Schatz, bitte geh und wasch dich jetzt und dann essen wir gleich. Einverstanden? Einverstanden. So, was war wirklich los? Musstest du schon wieder einen dringenden Besuch beim Stanford-Krankenhaus machen? Wie bitte? Entschuldige. Ich höre mich wütend an, aber ich bin es nicht. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Ich hatte keinen weiteren Kontakt, weder zum Krankenhaus noch zu Eden, okay? Also warum rufst du denn dort nicht mal an und erkundigst dich? Ich würde schon gern wissen, wie es steht. Ich kann ja anrufen, wenn du willst. Nein, ich mach das schon. Ich wünschte, ich könnte sagen, so etwas würde nie wieder passieren, aber das wäre nicht die Wahrheit. So ist das nun mal. Ich mache Pläne und irgendwas kommt dazwischen, weißt du? Ich weiß. Ist gut. Ruf jetzt einfach an. Vielen Dank. Du bist ja so still. Du hast dein Essen kaum angerührt. Hat es dir nicht geschmeckt? Oh, es war wundervoll. Alles war wundervoll. Aber? Ich denke nur, Blumen und Kerzenlicht sind nicht so bedeutsam für mich wie... Was? Gefühle, die ich dir nicht gezeigt habe und über die wir auch noch nie gesprochen haben. Mary, du willst alles zerreden, das ist es. Wir reden und reden immer nur. Du fühlst dich vernachlässigt und bist nicht zufrieden. Mark, das weißt du, ich höre immer nur Vorwürfe, wie einsam du nachts bist und wie leer das Bett ist, wenn ich nicht da bin. Ich bin mir darüber im Klaren, dass du sehr froh bist, wenn ich nachts nicht nach Hause komme. Und ich wünschte, du könntest dazu stehen. Glaubst du das wirklich? Ich weiß es. Ich möchte nach Hause. Na toll, wieder ein teures Mal ruiniert. Vielleicht solltest du dich fragen, wie er es ruiniert hat. Um
Himmels Willen, McCormick, was haben Sie denn nun schon wieder angerichtet? Wieso spionieren Sie uns eigentlich nach, Mason? Warum verschwinden Sie nicht? Mark, wir hatten abgemacht, dass Sie... Ja, dass ich Sie glücklich mache, stimmt's? Nun, ich habe Neuigkeiten für Sie. Sie ist nur sehr schwer glücklich zu machen. Aber wir hätten eine viel bessere Chance dazu, wenn Sie nicht dauernd um uns herumschleichen würden und uns auf die Nerven gingen. Also warum vergessen Sie sie nicht? Und bleiben ihr fern. Und bleiben Sie mir auch fern. Wird vielleicht heute Abend schon zurückkommen. Wissen Sie denn schon, ob die Transplantation erfolgreich war? Nun, er ist jetzt so weit gekommen und sie sagt, dass die Ärzte sehr optimistisch wären. Er kann wohl wieder ein normales Leben führen. Ich bin fertig. Kann ich noch ein bisschen spielen gehen? Natürlich. Hat gut geschmeckt. Oh, danke. Er hat bessere Manieren als ich. Und er hat recht, es war fantastisch. Ich bin froh, dass es dir geschmeckt hat. Entschuldige, dass ich vorhin so gereizt war. Ist schon in Ordnung, Santana. Nein, das hattest du nicht verdient. Du bist immer so gut zu uns beiden. Ich habe Brandon schon lange nicht mehr so glücklich gesehen und ich bin es auch. Jeder Abend mit dir zu Hause ist etwas Besonderes. Das ist gut. Ich habe dein Auto draußen gesehen. Ich habe wirklich keine Lust, mit dir zu reden, Dill. Sieh mal, ich weiß, dass du Nick die Wahrheit erzählt hast und ich möchte, dass du weißt, dass ich dir das hoch anrechne. Ich bin mir sicher, dass das auf lange Sicht die beste Lösung war. Das bedeutet auch, dass du mich nicht weiter quälen kannst. Ich bin vielleicht ein bisschen grob zu dir gewesen, aber versetz dich doch bitte mal in meine Lage. Ich habe gedacht, du würdest Nick heiraten, nur um dich an mir zu rächen. Was? Du denkst, dass das, was ich getan habe... Ich finde, dein Problem ist, dass du angefangen hast, mich durch Nicks Augen zu sehen. Und ich glaube nicht, dass nur einer von euch mich oder meine Gefühle ernst genommen hat. Aber das wird sich jetzt ändern. Weißt du, es ist mir sehr ernst. Oh. Jawohl, ich möchte, dass du mich heiratest. So bald wie möglich. Dich nicht stören. Ich bin nur der Geist eines ehemaligen Gärtners, der nachts den blühenden Jasmin pflücken möchte. Wie wär's mit ein paar Zweigen? Hm? Nein, ich wollte gerade zurückgehen. Lauf doch nicht weg, der Abend ist noch jung. Ich möchte jetzt nicht reden. Entschuldige, wenn du möchtest, dann gehe ich. Ja. Wirklich? Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Es macht mir nichts aus, zu warten, während du darüber nachdenkst. Du kannst bleiben, Mason. Schließlich ist es ja dein Pavillon. Mary, hast du geweint? Du musst mir nicht antworten, aber wenn du geweint hast, sag mir bitte den Grund. Ist es wegen Mark? Bist du unglücklich mit ihm? Mason, ich habe heute etwas über ihn erfahren und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Es ist zu schwer, damit umzugehen. Mary, du weißt... dass ich nur zu gerne auf Marks Schwächen herumhacken würde, aber in diesem Fall solltest du ihm gegenüber etwas toleranter sein. Eine Nacht mit einer Prostituierten heißt doch nicht, dass er dich nicht liebt.